Ich will vielleicht ein paar Überlegungen an den Anfang von dieser Intervention stellen. Der ist, dass Münner als ADR eine Interpellation zu diesem Thema gefordert hat, dass du ein Hearing gehen. Ich meine, die Interventionen, die wir heute hören, haben, weisen, dass es wichtig ist, eine Detaildiskussion über diese Problematik können zu feiern, wo wir auch genug Zeit haben, das zu machen. Ich denke also, meinen, dass wir die Idee von einer Interpellation an einer gewissen Zeit nicht direkt, aber sollten aufrechterhalten, dass wir die Gelegenheit kriegen, über diese Diskussion, über diese Thematik so detailliert wie benötigt zu diskutieren. Das zweite ist, die Interventionen, die bislang gemerkt sind, weisen, dass da eine permanente Konfusion besteht zwischen der Thematik von der Migration und der von den Refugien. Denn Herr Minister hat am Anfang probiert klarzustellen, dass zwei verschiedene Instrumente hier an dem Kader von der UNO an der Diskussion sind. Der den, dass eben heute der globale Migrationspakt über den am Blick geschwärzt wird, der dann das ein Instrument über die Refugien. Und ich meine noch an der Thematik, gibt probiert zu entscheiden, ob schon sowohl hier an den Interventionen, die bislang gemerkt sind, wie auch am Text vom Migrationspakt selber leider muss festgestellt werden, dass heute eine Konfusion zwischen dem einen und dem anderen besteht. Ich meine, wir gingen an der Qualität von der Diskussion, an der Klarheit von der Argumentation gewonnen, weil wir die Unterschiedlichkeit von den Thematiken gingen am Ende behalten. Denn Herr Minister, meine ich, hat gesagt, dass alle Flüchtlinge Migranten, dass wir nach lange nicht alle Migranten Flüchtlinge, die Analyse ist richtig, und ich meine, wir müssen so an der Argumentation respektieren. Wenn aber auch als, dass das heute zu Lützeburg, haben wir kein Mensch, auf jeden Fall nicht noch kein Heere, noch kein Gesinn, die gegen Menschlichkeit am Umgang mit den Leuten aufvorstellen oder hier Menschenrechte gegen aufvorstellen. Ich muss so Gott sei Dank, dass so eine Diskussion hier nicht. Mir geht unterschiedlich politisch Aussichten zum Thema von der Migration, an der das legitim an einer pluralistischen Demokratie. Weil auch hier an den Interventionen oder verschiedene von den Interventionen, die wir heute morgen hatten, geht probiert, die einer Meinung moralisch zu diskreditieren. Und da ist das Geschäft. Gott weiß wert, denn du gehst als Populist in Europa, Gott weiß wert. An einer Demokratie muss ein Thema wie die Migration können kontrovers diskutiert gehen, ohne zu probieren, den anderen, die andere Meinung moralisch zu diskreditieren und dadurch eine Diskussion praktisch zu verhindern oder so auf ein Niveau zu setzen, die gut gegen die Männer gut, die gut gegen die schlecht. Das ist im Schiedelfall nicht der Approche der ADR. Wir holen Migration als ein Phänomen, ein gesellschaftliches Phänomen, den wir analysieren, zu dem wir eine Meinung an aller Verantwortung formulieren, an dem wir moralischen und juristischen Argumenten ohne Problem können innermauern. Das machen wir auch, aber wir diskreditieren nie eine andere Meinung, auch wenn wir nicht mit dir d'accord sind. Den Pakt hier hat ein Kredibilitätsproblem. Von Anfang an. Und nur ein Kredibilitätsproblem, weil viel groß, wichtige Länder, ein Großzahl von Länder, einem sogenannten globalen Instrument nicht will beitreten. Ob per Signatur oder per Akklamation spielt keine Rolle. Aber es ist dadurch diskreditiert. Von Anfang an. Es ist ein lame duck. Und es geht ganz schwer an der politischen Diskussion, wie diesem Pakt irgendein wirklich Tragweite, eine Effizienz an der Zukunft zu gehen. Und hat auch an Europa eine ganze Reihe von Ländern zu einer weiteren politischen, heißt dazu, Destabilisierung beibringt, die man beigedroht, wie man doch an der Belsch gesehen, wir nicht nehmen da, sodass man auch immer muss froh von der Opportunität von so einer Diskussion gucken. Wir hatten ja am Bereich von der Migration eine internationale Organisation, die sich effektiv darum kümmert, die OIM. Wir haben eine ganze Reihe Rechtsinstrumente, bilateraler, multilateraler Kooperationen an diesem Bereich. Die Frage von der Opportunität überhaupt von diesem Pakt, von der Valeur ajoutée, ist also eine, die in sich legitimement kann stellen. Es ist auch so, und das darf man auch nicht vergessen, dass die Nervosität an der europäischen Politik über den Migrationspakt auch über die Situationen an der Flüchtlingsproblematik hier stammen.
die man den letzten Jahren gesehen hat, und noch, wo die letzte Regierung eng Verantwortung dran hat, weil viele Länder, die an der Flüchtlingsproblematik ob einmal konfrontiert gehen, mit Zwang, mit Quoten, mit diskreditierenden Argumentationen, mit Druck, mit finanziellen Druck, die Solidaritätsmechanismen gegen Strafmaßnahmen geholt gehen, das sind natürlich zum Teil die haut so, mir beim Migrationspakt, da wenken wir direkt trauten, da sind wir direkt nee, wir wollen nicht nacheinkehren, so eine Situation kommen an der Migrationsproblematik lo, wie man sie hatte, an der Refugiesproblematik über die letzten Jahre. Der Pakt hei, es wird gesagt, es kann kein neues Menschenrecht für Migration schärfen, das ist diskutabel. Es gibt Expertisen an einer Reihe von Ländern, von eminenten Wissenschaftlern im juristischen Bereich, die das ernst gesehen. Und auch das verdient vielleicht mehr wie eine summarische Behauptung, weil auch wenn Menschenrecht auf Migration Teil Kell am Pakt nicht formuliert, dass so schafft man da eine neue Rechtskategorie, nämlich die von Migrant, ein neues Rechtssubjekt, und über ein neues Rechtssubjekt kann auch eine neue Rechtgebung aufgelegt gehen. Ich ging also warnen für einen sehr ekartieren von der Argumentation, ich meine, sie als mehr komplex zu feiern. Auch der Pakt encourageiert, es steht Text dran, ein paar Mal, es fördert Migration. Es ist also per se ein Pull-Faktor, wie das heißt, ein Faktor für Leute zu zählen, wie sie zu encouragieren, zu migrieren, sie sollen informiert gehen, sie sollen geschützt gehen auf ihrem Weg. Und es ist ein Pakt, den auf zwei Plätze, wenn ich noch auf mehr, ausdrücklich sieht, Migration soll assuriert gehen, sie soll gefördert gehen. Dafür also schon auch zu gesehen und zu verstehen, dass Leute sich Sorgen machen, Konsequenzen und sich dann vorstellen, man an welchem Ausmaß und an welchen Konditionen soll dann die Förderung von der Migration geschehen und auf welchem Manier, was sind Konsequenzen für uns. Die gefrorenen Soft Law, als hier abgeworfen gehen, am Deutschen Bundestag, ich meine, Herr Wiesler hat rappelliert, dass da verschiedene Klarstellungen müssen gemerkt werden, nationalen und soweit das möglich ist, internationale Jurisdiktionen nicht zu ermöglichen, sich auf diesen Pakt zu berufen, für Obligationen von den Staaten aufzulegen oder für die Staaten aufzulegen. Ich muss Ihnen aber wissen, dass bei den Nichtregierungsorganisationen, die aber auch einen großen gesellschaftlichen und politischen Einfluss haben, dass das ähnlich gesiegt, nicht mehr spät wie gestern, und nicht zum Beispiel nach Brief kriegt von einer Reihe von letzten Jahren Nichtregierungsorganisationen, die also Brief weitergelegt haben, wo Leute, die sich auf diesen Pakt schon berufen, den aber mal noch nicht angeholt haben, für hier Migrationsrechte, so wie sie da dann im Brief formuliert haben, anzuklauen, nicht juristisch, mehr politisch. Es ist also schon so, dass die Gefahr real ist. Und ich will ich für die Leute, die darum zweifeln, dass ein nicht juristisch bindendes Instrument kann einen direkten politischen Einfluss haben, ohne durch Parlament ergangen zu sehen. Just das Regierungsprogramm von dieser neuen Koalition in Erinnerung rufen. An diesem Regierungsprogramm, Koalitionsakkord, den man das Woche vorgelöst hat, geht sich auf x Plätzen auf der Agenda 2030 beruf, der Agenda 2030, die wir hier nie ratifiziert haben, die aber ein Grundlag ist von der Formulierung von der Politik von dieser Regierung und man da indirekt auch ob als gesetzgeberische Aktivitäten in den nächsten Jahren. Also werdet wahrscheinlich mit dem Migrationspakt auch gehen, wenn man dann ein ähnliches Statut kriegt bei der Agenda 2030. Also ein bisschen einfach, weil man da kontestiert, gauf den Blick, ob das heute noch der Fall wäre, das kann ich nicht so weiter so. Grundsätzlich muss ich aber feststellen, dass heute den Herr Minister der Schorsinger Intervention immer betont, Parlament ist nicht zäsiert, hat er gesagt. Wir kriegen kein Rechtsinstrument, was wir heute im Parlament zur Ratifizierung müssen vorlegen. Und er hat betont, mit dass das da nicht auch selber ein Gefahr, dass Regierungen heute so weitgehend Engagemente in der Schulen, über internationale Organisationen, dass das nicht eben den Vektoren vom Haut müssen darauf aufmerksam machen, dass es sich eine Deparlamentarisierung vom internationalen Leben DAX stattfindet, und da man da auch indirekt ein Gefühl für Demokratie, und das ist nicht den einzige Weg, es gibt noch andere Phänomene, die auch dazu beitragen, dass es sich die Rolle von den Parlamenten löserlos reduziert wird par rapport zum Spielraum von den Regierungen, das ist ein Weg, den wir nicht richtig fanden. Es ist auch so, dass der rechtliche Charakter von diesem Pakt falsch angeschätzt wird. Natürlich, und das ist voller Widerspruch. Den Pakt, wie die gelesen haben, die wissen nicht, dass voll Widerspruch ist. Und eben der wichtigste, wenn nicht der wichtigste Widerspruch ist, eben der Respekt von der nationalen Souveränität.
den dann aber über 80, die Leute, die nur gezählt haben, die so 87, die so 127, Dispositionen am Text stehen, wo die Staaten so mehr verpflichten als. Da kann ich lange darüber philosophieren. Als dann engerseits Behauptung vom Respekt von der Souveränität am Gleichgewicht mit 87 Mal, wir verpflichten uns. Also dann nicht so, dass dann ob manchmal so vorgestellt gehen, ob Staaten hier nicht verpflichtend Engagement erholen. Natürlich kann ich spekulieren, als das eine politische Verpflichtung. Wir wollen eine politische Verpflichtung, als müssten wir dann als Parlament nicht auch matschwätzen. Oder als denn juristisch, da müsste man sowieso matschwätzen. Ich will hier just erinnern, und in Artikel 37 von der Lützburger Verfassung, der ganz klar sieht, es ist egal, wie ein internationales Rechtsinstrument heißt. Wir wollen es soll erfähren, hier im Land so ausdrücken, wann es soll zu einem Effekt kommen, dass es Juridiktion mit der Kur, da muss es dem Parlament zur Ratifizierung vorgelegt gehen. Den Blick, wo die Lützburger Regierung hier geht, und sieht, dass mehr mal Welt am Pakt steht, verlangen wir die Ratifizierung. Weil das wird als Verfassung und die Interpretation der Verfassung durch Kur verlangt. Wir wollen uns nicht als Parlament, jedenfalls als Meinung der ADR, aus der politischen Diskussion ausklinken lassen, weil das vielleicht für die eine oder andere mehr bequem ist. Der Pakt wird eine ganze Reihe von konkreten Problemen. Et as vor, wie die Österreicher Zonen, an denen die den Pakt lesen, die gesehen hat, dass eine Verwischung aus zwischen Kategorien, zwischen legaler und illegaler Immigration, den Übergang von der enger an die andere Kategorie soll erleichtert gehen. Et as auch naiv wird nach Leif auszudrücken, wir zu akzeptieren, was der Pakt aber verlangt, das ist eigentlich politische Absicht auch, wird Migration immer positiv darzustellen. Natürlich hat Migration, und wir wissen, heute zu Lützburg, auch positiv Aspekte, wenn sie legal ist. Wir haben effektiv am Laufe unserer ökonomischen Geschichte DAX profitiert, wo Leute ja hinkommen sehen, wie hier ihr Leben zu machen und sich integriert. Und alles das ist richtig. Legal hier hinkommen sehen. Mit die einseitig positive Durchstellung der Migration, das ist ein Narrativ, das ich so nicht kann akzeptieren. Der Braindrain als ein eklatant Negativseite von der Migration. Et das nicht an der Reihe, dass an einer Reihe afrikanischer Länder Männer Doktore sind wie Doktore von derselben Nationalität zu Liverpool oder zu Manchester oder zu London. Et das ein Druck von der Migration, der viele Wissenschaftler beweisen, dass immer nicht, nicht an politische Publikationen, an wissenschaftliche Publikationen, den Druck auf den Arbeitsmarkt, den Druck auf den Wohnungsmarkt, der besonders sozial schwach Leute DAX trifft. Ich wundere mich, scheinst du deine Partei, wie zum Beispiel Sozialisten, die Aspekte von der Immigration nicht auch kritisch hinterfragen, die besonders sozial schwach Leute treffen an den Ländern, wo die Migration sich direkt auswirkt. Fluchtursachen sind DAX unklar beschrieben. Klimaflüchtling. Es hat geschwärt am Text zu schleichenden Naturkatastrophen. Was ist ein schleichend Naturkatastrophe? Wie geht das ein Fluchtursache, die wir müssen unerkennen? Auch das sind unklar froh. Der Menschenhandel will man alle gut bekämpfen. Aber es ist doch nicht so, dass ein, der einen Schleiser engagiert, für ihn illegal an ein anderes Land zu bringen, und auch misst eine Verantwortung für den Akt tun, der geht aber hier ausgeklammert. Der Schleiser muss bekämpft gehen, sind wir uns alle eins. Man muss nicht auch einen, der probiert, illegal an ein anderes Land anzureisen, über illegale Mittel, auch eine Verantwortung drohen, die geht hier nicht. Eine Integrationsleistung geht nicht verlangt, dafür geht der gegenseitige Respekt für Kulturen in der Strache. Mir so in jedem Fall als ADR, wenn an ein anderes Land geht, soll sich integrieren. Die Obligation, meine ich, ist auch legitim. Wir wollen keine Parallelgesellschaften. Diese Verantwortung mit den anderen Ländern wird nicht genug betont. Aber ein wichtiger Punkt, und den will ich unbedingt noch angehen, das ist die Freiheit von der Presse. Das geht hier verharmlost. Aber es ist nicht unter UNO. Wir zu decidieren, auf welchem Land eine Regierung oder ein Parlament kann decidieren, dass eine Presshilfe ausbezahlt wird, aber wie nicht. Es ist nicht unter UNO.
für zu desideieren, wie Thai am Pack steht, dass wenn die kritische Bemerkungen gehen, die wegen einem Migranten ist, dass das strafrechtlich muss verfolgt gehen. Et duno für eine Menschenrechtsdeklaration soll allgemein Prinzipien festhalten. Aber sie kann nicht derbisch von den nationalen Parlamenten überholen. Sie kann es nicht vorschreiben, auf welchen Manier wir sollten die Meinungsfreiheit an diesem Land vorstellen oder regulieren, wie auch immer. Das ist in einer Diskussion, du wirst, dass die er bekennt sich zur Meinungsfreiheit. Dann, auch vielleicht just wie das zu sagen, weil eben an der Pressfreiheit hei dags wo qualitative Kriterien geschwärzt wird an einem UNO-Dokument, steht am Regierungsprogramm eben just bei den Medien, der Soutien financier am Koalitionsprogramm dieser Regierungsrallye an den Kriterien qualitativ, es kann sich schon in diesem Kontext, ob das nicht schon kann benutzt gehen, für all Kritik und der Migration finanziell zu bestrafen, wo also auf jeden Fall Contenu vom Text und Koalitionsakkord berechtigt. En Conclusion will ich sagen, dass da die Migration en tant que tel nicht auch vorstellt, wann sie legal und reguliert ist. Auch heute im Sonne zu Lützeburg, eine Angelmengen hat rappeliert, was die Geschichte von unserem Land in dem Kontext ist. Wir hätten gerne aber eine Immigration choisie et non subie, wie man alle Gurheim immer gemerkt hätte, führen der große Flüchtlingskrise, wo das Konsens, aber wir bestehen nach immer darüber. Mit diesem Migrationspakt wollen wir nicht. Wir denken, dass dieser Migrationspakt viel Unklarheiten hat, viel Unsicherheiten, dass er Gefahren bringt für den demokratischen Prozess und für die Pressfreiheit hier im Land. Wir denken, dass Migration soll ernst geregelt gehen und dafür gegen wir die Regierung auffordern, nicht auf Marrakesch zu gehen und diesen Pakt auch nicht für Lützeburg mal zu akzeptieren.